Morgen miteinander. Ja, wir haben das gehört von Chanukka, dieses Fest. Genau, ich habe da aufgeschrieben, einen siebenarmigen Leuchter wurde da angezündet und das war dazumals wirklich so, aber heute wird ein achtarmiger Leuchter dann auch angezündet, um eben auf diese 8 Tage, auf dieses Wunder hinzudeuten. Ein achtarmiger Leuchter wird beim Fest angezündet. Ja, und das war ja schon eine spezielle Zeit dazumals. Also die Juden, die lebten ja unter der Herrschaft der Griechen dazumals und die haben so sichtbare Götter in der Stadt und eben auch im Tempel aufgestellt. Und ich meine, das war für die Juden klar und offensichtlich, das ist nicht gut, das geht gar nicht. Das war so offensichtlich etwas Böses in ihrer Stadt, etwas, das nicht sein sollte. Und der Punkt ist, wir leben heute nicht unter einer brutalen Besatzungsmacht hier in der Schweiz, im Westen, sondern wir leben in einer offenen Gesellschaft und da wird ganz viel über Liebe und Toleranz, über Gleichberechtigung wird erzählt. Es geht um Freiheit, es geht um Rettung des Planeten, also das sind so irgendwo ganz, ganz gute Sachen, in der wir heute auch leben. Oder Sachen, die wir, da könnten wir alle Ja sagen dazu, zu Gleichberechtigung und Freiheit und all solche Sachen. Es ist nicht ganz so offensichtlich für uns heute wie für die Juden dazumals, welche Götzenbilder, welche Götzen wir denn entfernen sollten. Es ist manchmal nicht so einfach zu unterscheiden in der heutigen Zeit, ja, was ist denn gut und was ist denn schlecht? Aber ich glaube, genau das müssen wir immer wieder neu lernen. Und zwar ermahnt uns Paulus, im Vers 1 steht, ich ermahne euch, und dann im Vers 2 steht es, gleicht euch nicht dieser Welt. Dort steht griechisch der Äon, also gleicht euch nicht diesem Zeitalter an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Unser Denken muss immer wieder auf neu geschaltet werden, oder? Damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist in diesem Zeitalter, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, in jedem Zeitalter gibt es ja auch den sogenannten Zeitgeist. Und der Zeitgeist, der beschreibt so die Einstellung der meisten Leute einer bestimmten Gesellschaft. Also in Europa haben wir einen anderen Zeitgeist, wie beispielsweise in Afrika oder auch wie in Asien. Das sind verschiedene Zeitgeister. Also der Zeitgeist, der sagt eigentlich, was ist normal oder was ist grundsätzlich normal für eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit. Und wir müssen, Paulus sagt hier eigentlich, wir müssen unser Denken immer wieder erneuern, auffrischen, damit wir prüfen und erkennen können, was denn Gottes Wille ist in diesem Zeitabschnitt, was denn von Gott kommt in diesem Zeitgeist und was nicht. Und warum ist das so wichtig, dass wir da immer wieder prüfen? Warum ist das so wichtig? Weil ohne diese Prüfung passen wir uns so schnell dem Geist der Zeit an. Denn was der Zeitgeist lehrt, das ist ja normal für unsere Gesellschaft. Wir sind da drin, das ist eigentlich normal für uns. Und deshalb müssen wir immer wieder prüfen. Es ist vielleicht wie wenn ich ein Bad nehme zu Hause. Wer badet gerne? Einige. Ich bade auch sehr gerne zu Hause. Und vielleicht seht ihr es hier, da ist die Badewanne ist auf 40 Grad. Ich lasse 40 Grad heißes Wasser rein und dann gehe ich hinein. Dann ist das viel zu heiß, oder? Da ist man nicht daran gewöhnt, dann ist das zu heiß, oder? Aber wenn ich die Badewanne so mal auf 28 Grad einstelle und dann langsam heißes Wasser hineinfließen lasse, oder, dann gewöhne ich mich langsam an die steigenden Temperaturen, ich passe mich an und dann finde ich es plötzlich schön und gemütlich. Ich beginne vielleicht zu schwitzen oder so, aber man gewöhnt sich an die heißeren Temperaturen. Oder es bleibt, auch wenn da 40 Grad dann ist, man sieht es nicht so gut, dann ist einem immer noch wohl drin, weil man sich daran gewöhnt hat. Und liebe Gemeinde, geistlich aber ist das natürlich gefährlich, wenn wir uns an die steigenden Temperaturen gewöhnen in unserer Gesellschaft. Und einfach frage, vor 40 Jahren waren gewisse Dinge noch undenkbar. Es war zu heiß
für die Gesellschaft und auch für die Kirche. Und plötzlich werden Dinge einfach normal. Man gewöhnt sich langsam an die Temperatur, die Gesellschaft und oftmals auch die Kirche. Was kommen dir da für Beispiele in den Sinn? Da gibt es einige Dinge, vielleicht offensichtlichere und weniger offensichtliche. Ich meine, völlig der Klassiker, oder? Die Sexualität gehört in die Ehe. Das war auch in der Gesellschaft früher, das war Standard eigentlich. Man hat das nicht immer ausgelebt, aber so gepredigt, oder? Heute ist das kein Thema mehr in der Gesellschaft. Und auch in den Gemeinden, in den Kirchen wird das immer weniger wichtig. Es ist nicht mehr heilig. Oder auch, ich denke auch zum Beispiel, was wir schauen im Fernsehen. Meine Eltern, ich habe das schon mal gesagt, die haben so ein Buch gehabt, der Griff nach unseren Kindern. Oder? Da waren so Trickfilme drin, die nicht gut sind für die Kinder. Und wir haben uns da oftmals ein bisschen lustig darüber gemacht, dieses Buch, oder so der Griff nach unseren Kindern. Aber meine Eltern, die haben noch ganz genau geschaut, was wir schauen dürfen und was nicht. Und manchmal staune ich heute, was auch christliche Kinder, was für Fernsehserien die schauen dürfen, die voller Magie und Zauberei sind. Hat man sich irgendwo, da passt man, das ist nicht mehr so heiß. Da passt man sich sehr, sehr schnell an. Und jetzt frage, wenn Paulus sagt, man muss aufpassen oder man muss sich anpassen in diesem Zeitalter, dem Zeitgeist, oder? Dann mal die Frage, ist denn alles schlecht in unserem Zeitgeist? Was denkt ihr? Nein, oder? Aber ist alles göttlich in unserem Zeitgeist? Nein, oder? Natürlich nicht, oder? Ist alles teuflisch in unserem Zeitgeist? Auch nein, oder? Dreimal nein. Und genau deshalb müssen wir lernen zu unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Was ist neutral, oder? Wo können wir uns auch entscheiden für verschiedene Dinge? Aber was kommt vom Geist Gottes und was kommt vielleicht auch von einem anderen Geist? Oder anders ausgedrückt, was darf Platz haben in meinem Tempel und was darf keinen Platz haben in meinem Tempel? Und wir wollen eine kurze Geschichte anschauen vom Volk Israel. Und da müssen wir verstehen, das Volk Israel, das ist ja oftmals so ein Bilderbuch für geistliche Dinge in der heutigen Zeit. Also das Alte Testament wird oft als Bilderbuch beschrieben, dass geistliche Sachen für uns heute auch bildhaft erklärt. Und das Volk Israel, das dient uns eben auch als Beispiel dafür, wie schnell der Prozess der Anpassung geschehen kann. Und dann aber auch ganz spannend, welche Kräfte, also auch welche Geister denn dahinter stecken. Das Volk Israel wurde ja unter Mose aus Ägypten geführt. Und später führte dann Josua das Volk in das verheißene Land. Ich meine, Gottes Volk im verheißenen Land. Was will man mehr? Das ist ja genau das, was die Juden wollten oder was die Israeliten dazumals wollten. Gottes Volk im verheißenen Land. Da müssen wir schauen, Richter 2,7, was dann geschah. Solange Josua lebte und solange nach ihm die Männer das Volk führten, die alles miterlebt hatten, was der Herr für Israel getan hatte, blieben die Israeliten dem Herrn treu. Und dann starb aber Josua. Und auch die Männer, die das alles miterlebt hatten. Und dann lesen wir, und eine neue Generation wuchs heran, die den Herrn nicht kannte. Und von dem, was er für Israel getan hatte, nichts wusste. Hey, Situation in Europa, Situation in der Schweiz, würde ich mal sagen, oder? Und dann kommt etwas ganz Spannendes, der kommende Vers. So kam es, dass die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Sie verehrten die Baalsgötzen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeholt hatte. Sie liefen fremden Göttern nach, die von ihren Nachbarvölkern verehrt wurden, und warfen sich vor ihnen nieder. Zwei Beobachtungen möchte ich euch sagen, die mir da entgegenkommen. Also da kam diese neue Generation, die nichts von Gott wusste. Und dann steht es dort, so kam es. Man kann nicht übersetzen, das passiert, wenn. Oder so kam es,
dass sie Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Also wenn eine Generation Gott nicht kennt, dann kommt es unweigerlich dazu, dass sie Dinge tun, die Gott missfallen. Ja, sogar komplett gegen Gott sind. Das ist ein geistliches Prinzip. Das ist die erste Beobachtung. Und deshalb, liebe Gemeinde, so eine Anmerkung, liebe Gemeinde, es braucht Glaubensvorbilder. Es braucht Männer und Frauen, vor allem auch von der älteren Generation, die Vorbilder sind für die nächste Generation. Das ist wichtig, gerade auch die ältere Generation, ihr seid so wichtig, dass ihr den Glauben hochhaltet für die nächste Generation. Ein ganz wichtiger Punkt, auch eine Ermutigung. Es ist wichtig, dass ihr da seid, auch gerade die ältere Generation. Und wir brauchen euren Glauben. Dann der zweite Punkt, den hier ist, den ich auch unterstrichen habe, das Volk passte sich sehr schnell den Nachbarvölkern an. Dem Geist der Zeit. Und betete und opferte den Baalgötzen. Das sind verschiedene Götzen. Und das war damals aber der Trend. Das war normal, dass man diese Götter anbetete. Das war so der Zeitgeist, man betet diese Statuen an. Und in der Geschichte des Volk Gottes passierte das immer und immer wieder. Also Baal kommt immer wieder durch die ganze Bibel vor. Und Baal heißt übersetzt Herr. Genau, Baal heißt Herr. Und Baal, der galt als der Gott des Wohlstandes, Herr des Regens und der Fruchtbarkeit, Herr über Wachstum, Gewinn und Profit. Ja, diesem Gott kann man schnell verfallen, oder? Das verstehen wir irgendwo noch. Und Baal, er wurde immer wieder zum Herr über Israel, anstatt der einzige wahre Gott Israels. Baal wurde so ein Ersatzgott für die Israeliten und letztlich wurde er auch der Antigott Israels. Also Baal hat sich dann auch immer gegen den Gott Israels gestellt. Immer wenn sich das Volk dem Baal zugewendet hat, wendet sich das Volk auch konsequent gegen Gott und seine Leute. Denken wir an die Geschichte von Elia. König Ahab und Isabel oder diese böse Königin in der Bibel, die haben alle Propheten ausgerottet. Die wollte alle Propheten Gottes ausrotten. Also da kommt ein antigöttlicher Geist, dieser Geist von Baal. Oder der Tempel Gottes wurde geschlossen oder es fand Götzendienst drin statt. Und eben wie der Tempel wurde auch immer wieder verschlossen, damit keine Anbetung Jahwes mehr stattfinden kann. Das war zum Beispiel die Situation vor Hiskia. Hiskia wurde König und als er König wurde, war der Tempel verschlossen. Da fand keine Anbetung mehr statt, weil sich das Volk Gottes dem Baal zugewandt hat. Die Frage ist, was hat das denn nun heute mit uns zu tun? Wir beten ja keine Götterstatuen mehr an heute, oder? Der Baal, der ist umgefallen, den gibt es irgendwo nicht mehr als Statue. Aber jetzt ist es ganz spannend, wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, was denn die Bibel über die Götter eigentlich sagt. Psalm 82,1: Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Also wenn wir diesen Vers mal nehmen, dann heißt es gibt also Gott und es gibt die Götter. Und jetzt gibt es da verschiedene Modelle, um das zu erklären. Also es gibt Gott und es gibt die Götter. Ich möchte euch mal die drei populären Ansätze vorstellen, die wir heute vor allem kennen. Also wie geht es Gott und die Götter? Was für Ansätze gibt es da? Dann gibt es mal diesen ersten Ansatz, den Polytheismus, sagt man dem, das sind die Götter, oder das sind die verschiedenen, es gibt ganz viele verschiedene Götter, da gibt es eben Yahweh, Odin, Allah, Zeus, Baal und Allah, und das sind alles Götter, oder verschiedene Götter, und die kämpfen dann manchmal auch gegeneinander, wir kennen das vielleicht von den Göttern des Olymps, oder die haben dann miteinander Wettkämpfe veranstaltet, von dem kommt auch die Olympiade, das ist so der Polytheismus, es gibt verschiedene Götter, in der Himmelswelt. Das war vor allem auch im Altertum war es eine verbreitete Vorstellung, den Polytheismus. Dann gibt es den Universalismus, der ist heute bei uns sehr verbreitet, oder? Das ist alles ein Gott.
Oder? Also Allah und unser, der christliche Gott und der muslimische Gott. Und das ist eigentlich alles das Gleiche und am Ende führt alles zum Gleichen, oder? Die Götter sind alle ein Gott eigentlich, nur verschiedene Zugänge, oder, die man sich zu diesem Gott schafft, bezogen auf verschiedene Religionen und Kulturen und so weiter. Das ist der sogenannte Universalismus. Und dann gibt es noch den Monotheismus, also dass es einen Gott gibt und verschiedene andere Götter. Und da geht man oft davon, das sind tote Götter, oder? Das sind einfach Statuen. Es gibt nur einen einzigen Gott. Das sind so die großen Ansätze, die man eigentlich so kennt. Und die Frage ist, was stimmt denn nun? Was stimmt denn von diesen Ansätzen? Wir wollen nochmal einen Blick in die Bibel. Die Bibel gibt uns ja auch Antworten darauf. 5. Mose 32, 15 bis 17. Da spricht Mose über den Götzendienst der Israeliten. Und es heißt, also sie verließen den Gott, der sie geschaffen hatte, und verachteten den Fels ihrer Rettung. Sie erregten seine Eifersucht mit fremden Göttern, die sie weckten seinen Zorn durch abscheuliche Taten. Sie opferten den Schedim, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten. Jetzt kannst du mal mit der Abwendung von Gott beteten die Israeliten andere Götter an. Und diese sind nicht Gott, also nicht Gott, oder? Sondern sie sind Schedim, heißt es, ist das hebräische Wort, Schedim. Und im Psalm 106 heißt es dann auch, dass sich die Israeliten sich mit den anderen Völkern vermischten und ihre Bräuche annahmen, also der Anpassung an den Zeitgeist. Und dann lesen wir, sie beteten ihre Götter an und das führte sie ins Verderben und sie opferten sogar ihre Söhne und Töchter den Schedim. Was bedeutet Schedim? Im Hebräischen versteht man unter Schedim einen bösen Geist, der Verwüstung, Zerstörung und Verderben bringt. Und im Griechischen wurde dann das Wort Schedim übersetzt mit Daimonion. Und wir kennen das Wort heute als Dämon. Und so kann man diesen Vers, sie beteten ihre Götter an und das führt es ins Verderben, sie opfern sogar ihre Söhne und Töchter den Dämonen. Biblisch gesehen ist Monotheismus korrekt. Es gibt nur einen Gott, aber die anderen Götter sind nicht einfach tote Götter, sondern da verbirgt sich ein dämonischer Geist dahinter, der Verwüstung, Zerstörung und Verderben bringt. Und liebe Gemeinde, das ist schwierig für uns aufgeklärten Menschen heute, das irgendwo zu glauben, oder? Das ist irgendwo weltfremd für uns. Aber das ist so das biblische Konzept von Gott und die Götter. Und wie gesagt, zum Glück beten wir heute keinen Baal mehr an. Der Götze Baal, der ist tot. Aber liebe Gemeinde, der Geist dahinter, oder die Schedim, die Dämonen, die sterben nicht. Die Geister, die dazumals aktiv sind, die existieren auch heute noch. Und da gibt es dieses neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther, das ist so das Standardwerk, das man braucht. Und er schreibt über die Dämonen, Dämonen heißen im Neuen Testament gottwidrige Geister oder der Antigott, gottwidrige Geister. Sie treiben ihr Wesen in den unsichtbaren Hintergründen des Menschenlebens. Sie üben einen mächtigen Einfluss aus auf die Gestaltung der öffentlichen Zustände, auf den Zeitgeist oder auf den Äon, in dem wir leben. Herr, ihr müsst alles prüfen, was ich euch heute erzähle, gell? Das ist mir ein Anliegen auch, gell? Aber in diesem Lichte lesen wir doch auch Epheser 6, oder verstehen wir vielleicht Paulus besser, wenn er sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten und des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren in unheilvolles Wesen treiben. Macht irgendwo Sinn, oder, wenn wir das jetzt so lesen. Wir leben nicht in einem neutralen Universum, sagt die Bibel uns. Die gleichen Geister, die hinter den Göttern standen, die sind heute noch aktiv. Und wer ist der Herr? Wer regiert in deinem Tempel? Und bei dieser Frage scheiden sich diese Geister.
Und deshalb einfach in einer Woche feiern wir Taufe. Vielleicht verstehen wir hier nochmal dieses Bekenntnis der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Gott, Jesus ist mein Herr, das ist das Bekenntnis der Taufe. Da sehen wir vielleicht auch nochmal die Kraft, die hinter diesem Bekenntnis steht, wenn wir das von dieser unsichtbaren Welt her anschauen. Wer ist der Herr? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Und deshalb sagt Jesus ja auch, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, in Matthäus 12, Vers 30. Und Paulus erklärt dann sogar, dass der Satan seine Macht ausübt zwischen Himmel und der Erde. Wir lesen das, sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zum Glück kommt diese Aussage aus der Bibel und nicht von mir, muss ich sagen. Das heißt ja nicht, dass alle Menschen, die Jesus nicht kennen, böse sind, oder? Ich kenne unglaublich tolle Menschen, die kennen Jesus nicht, aber das sind unglaublich liebe Menschen. Ich meine, der Mensch ist ja auch im Ebenbild Gottes geschaffen und deshalb kann ein Mensch auch lieben, er kann sich freuen, er kann barmherzig sein, einfach weil diese Eigenschaften auch in den Menschen hineingelegt wurden. Also nicht jeder Mensch ist einfach böse, wenn er Gott nicht kennt. Aber das Böse an diesem Geist, an diesen Geistern, oder die wirken, ist in erster Linie, dass er den Menschen von dem Guten abhalten möchte. Satan möchte nicht, dass Menschen in eine wunderbare Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen. Er möchte nicht, dass Gott der Herr ist in deinem und meinem Leben. Das ist das Böse an diesem Geist. Und verstehen wir, unser Zeitgeist heute, oder? Ist er nicht durchdrungen von diesem Geist? Wir sind aufgeklärt und wir brauchen keinen Gott mehr. Das ist die heutige Parole eigentlich. Jede Generation weiß weniger von Gott. Aber erinnern wir uns an das Alte Testament. Wenn sich eine Gesellschaft von Gott abwendet, wird sie mit der Zeit Dinge tun, die Gott missfallen und dann auch komplett gegen ihn sind. Ich möchte euch einfach zwei krasse, das sind jetzt ganz überspitzte Beispiele aus dem letzten Jahrhundert zeigen, welche Geister entfesselt werden können, wenn sich ein ganzes Volk von Gott abwendet oder wenn sich ein großer Teil bewusst von Gott abwendet. Wir haben hier zuerst mal den Kommunismus, oder? In der Bibel lesen wir, dass Baal auch Kinderopfer forderte. Frage, ist es ein Zufall, dass als die Sowjetunion sich komplett von Gott lossagte, der erste Staat war, der die Tötung von ungeborenen Kindern gesetzlich erlaubte? Das war 1920, kurz nach der Machtübernahme der Kommunisten. Da wurde ein Abtreibungsgesetz, das erste Abtreibungsgesetz dieser Welt, wurde verabschiedet. Und dann natürlich die Lossagung von Gott hatte dann eine 70-jährige Schreckensherrschaft zur Folge mit einer Christenverfolgung, die noch nie dagewesene Dimensionen erreichte. Interessant, oder? Und das andere Beispiel, Nazi-Deutschland verschrieb sich den alten germanischen Göttern, oder die Odin und andere Götter. Und das sind Schädim, das müssen wir uns bewusst sein. Und das Resultat war eben genau das, Verwüstung, Zerstörung und Verderben und einen unerklärlichen Hass auf das Volk Gottes, die Juden, oder das ist menschlich gesehen nicht nachvollziehbar. 1,5 Millionen Kinder unter 12 Jahren wurden umgebracht, jüdische Kinder. Das kann man menschlich gesehen nicht fassen, aber geistlich gesehen kann man das irgendwo schon einordnen. Das sind andere Kräfte am Wirken. Zum Glück, wir leben ja in einer anderen Zeit, zum Glück, oder? Wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die Toleranz, Gerechtigkeit und Freiheit sich auf die Fahne geschrieben hat, wortwörtlich. Und jetzt muss ich glaube, da ist auch ganz, ganz, ganz viel Gutes und auch Göttliches mit dabei. Da ist nicht alles schlecht, sondern gibt es wirklich auch gute Dinge. Ich glaube, die Gesellschaft sehnt sich wirklich nach Gerechtigkeit und Freiheit. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Und gleichzeitig glaube ich aber auch zu erkennen, wie sich andere Geister in einer Art und Weise bemerkbar machen, wie es vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre. Das war zu heiß vor einigen Jahren. Ich habe schon mal darüber gesprochen, aber trotzdem ging es ja noch weiter. Denken wir an den Music Contest, den Europäischen Music Contest, oder? Wir haben hier Bambi,
eine ganz große okkulte Bühne hat diese Frau bekommen. Das ist eine Sängerin aus Irland. Sie bezeichnet sich selbst als non-binäre Hexe, also eine geschlechtslose Hexe. Und dann das war ja eine Bühne, 600 Millionen Leute haben da zugeschaut und sie hat da Flüche ausgesprochen und die Leute fanden das irgendwie okay. Gell? Und dann später in einem Interview sagte sie: Mein Lebensziel ist es, alle dazu zu bringen, alle anderen Religionen zu verlassen und sich der Hexerei anzuschließen. Hey, das gleiche Ziel verfolgte auch der Geist Baals. Und ganz aktuell ist auch, ich habe vermutlich schon darüber gesprochen, ich bin ein bisschen spät dran, aber hatte noch keine Möglichkeit dazu, ganz aktuell die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, oder? Die Liebe war das Motto der Spiele. Und dies wollte man natürlich auch mit der Eröffnungsfeier zum Ausdruck bringen. Und da gab es ganz viele spezielle Szenen. Ich möchte jetzt einfach auf die umstrittenste eingehen. Diese Szene, wo es aussieht, als sei die Abendmahlszene von Leonardo da Vinci rekonstruiert worden. Wir sehen hier unten das Bild von Leonardo da Vinci und oben, was da nachgespielt wurde. Da waren queere Darsteller, das heißt Frauen, die sich als Männer fühlen und kleiden und umgekehrt, das waren die Darsteller dieser Szene. Und wir sahen dann auch so absolut sexistische Gesten, also da wurde getanzt und da gab es auch Kinder. Wir sehen hier, vielleicht seht ihr es hier, da ist ein Kind dabei und das tanzte dann mit diesen Drag Queens. Sehr sexistische Gesten wurden da gemacht und in der Mitte, da sitzt auch eine Frau, oder die doch sehr an Jesus erinnert. Hier sehen wir auch das Kind da noch nebenbei. Und heute wird ja dieser Bezug zum Abendmahl abgestritten. Ja, das war etwas ganz anderes, oder? Das war das Festmahl der Götter. Das ist auch nicht viel besser, gell? Aber der Bezug zum Abendmahl, der war ursprünglich gewollt. Weil nämlich direkt nach der Show postete die Hauptdarstellerin Barbara Batsch, heißt diese Frau da, die in der Mitte, auf Instagram ein Bild mit dem Titel, oder wir sehen das hier, oh yes, the new gay testament. Also das neue, oh ja, das neue schwule oder homosexuelle Testament. Und im Vorfeld wurde diese ganze Szene auch als das Abendmahl auf einer Bühne über der Seine, über dem Fluss sehen, wurde das so betitelt. Also das war gewollt, dieser Zusammenhang zum Abendmahl. Und jetzt, ich unterstelle den Machern nicht einfach nur bewusst böse Absicht, oder? Aber der Geist dahinter ist nicht gut. Das sind bewusste Kräfte am Werk, die versuchen, alles Göttliche lächerlich zu machen und irgendwo auch zu zerstören. Was in Paris als Liebe dargestellt wurde, ist das Gegenteil der Geschehnisse des Abendmahls, liebe Gemeinde. Beim letzten Abendmahl sagte Jesus: Ich gebe mein Leib für euch hin. Also Liebe ist Hingabe und nicht hemmungslos seine Lüste auszuleben. Und am Abendmahlstisch fand sogar Judas Platz, der ihn verraten würde. Jesus wusste das. Und auch ihm hat Jesus die Füße gewaschen. Das ist Liebe, Respekt und Wertschätzung der höchsten Klasse, was da am Abendmahl passierte. Aber gegenüber dieser Botschaft, gegenüber dem Evangelium, hatte diese Darstellung da in Paris keine Liebe, keinen Respekt und auch keine Wertschätzung. Und mehr als 1 Milliarde Menschen haben das auf dem Bildschirm mitverfolgt. Und ich frage mich, ob man das so sagen kann. Sie opferte den Schedim, die nicht Gott sind. Göttern, die sie nicht kannten. Es ist ihnen nicht bewusst, was da eigentlich vor sich geht. Heute wird alles Okkulte und jede Art von Liebe wird toleriert. Oder unter dem Namen Toleranz. Aber vor der Olympiade auf dem offiziellen Plakat für die Olympischen Spiele in Paris wurde an der Spitze des Invalidendoms, das ist so das offizielle Plakat, Paris 2024, und das Kreuz wurde auf diesem Plakat entfernt. Das Symbol für Jesus wurde einfach weggemacht. Und Toleranz heißt heute offenbar auch weg mit allem, was mit Jesus zu tun hat. Und deshalb
gibt es auch diesen unerklärlichen Hass auf Israel durch alle Schichten der Gesellschaft. Jesus war ein Jude und deshalb auch dieser Hass gegen alles, was von Israel kommt. Wir müssen uns einfach bewusst sein, unser Zeitgeist, so gut er tönt, ist einfach geprägt von einem massiven antigöttlichen Geist. Sind wir uns dessen bewusst? Jetzt die Frage, was können wir dagegen tun? Oder wie können wir ein Leuchtturm sein, unser Thema? Wie können wir hoffnungsvoll sein in dieser Situation? Und jetzt ist es sehr spannend, was passierte oder was man da herauslesen kann. Nach der umstrittenen Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris gab es in der Stadt, in einem großen Teil der Stadt, gab es einen Stromausfall. Vielleicht habt ihr das auch gehört. Und vermutet wurde ein linksradikaler Sabotageakt. Also da wurde das Stromnetz von Paris wurde da angegriffen. Und spannend, einzig erleuchtet blieb die Kuppel von Sacré-Cœur in diesem Gebiet. Sacré-Cœur, die Kirche, ist dem heiligen Herzen Jesus gewidmet. Und in dieser Kirche findet seit 20 Jahren ein 24-Stunden-Gebet statt. Also rund um die Uhr wird Gott angebetet in dieser Kirche. Hier noch ein anderes Bild, das ist nicht vom Stromausfall. Aber was für eine starke Symbolik, die man dahinter sehen kann. Das Licht Jesu ist stärker als alle Finsternis. Sacré-Cœur, das heilige Herz Jesu, es hat triumphiert und leuchtet trotz allem über Paris. Und die Botschaft dahinter, oder die Botschaft ist, was das für uns bedeutet. Dort, wo Menschen ihren Tempel dem heiligen Gott, dem Herzen Jesu weihen und ihn anbeten, dort wird es hell, liebe Gemeinde. Und nun die Frage, ist unser Tempel ein Sacré-Cœur-Tempel, ein Tempel, der dem Herzen Jesus geweiht ist? Frage, wer oder was beten wir denn an? Sprich, was hat den zentralen Platz in unserem Leben? So wie Satan irgendwo auch offensichtlich in dieser Welt am Wirken ist, und das war es schon immer, gell? Das ist nicht nur in unserem Äon so, es ist nur ein bisschen eine Beurteilung, was im Moment geschieht, weil es nicht ganz so offensichtlich ist. Er hat schon immer gewirkt, aber so wie er am Wirken ist in dieser Welt, so versucht er auch in deiner und meiner Welt zu wirken. Wo haben wir uns bewusst oder unbewusst dem Einfluss eines anderen Geistes vielleicht auch geöffnet und schlechte Dinge wurden irgendwo normal in unserem Leben? Easy. Habe mich daran gewöhnt. Wo sind wir Gott untreu geworden und müssen unser Denken wieder erneuern, wieder resetten, wieder erneuern auf das, was Gott eigentlich möchte? Wie sieht es zum Beispiel mit unseren Finanzen aus? Hey, die Bibel warnt vor dem Mammon, dem Geist hinter dem Geld. Der kann uns so leicht beherrschen. Oder wie sieht es mit unserem Verständnis zu Bibel und Glauben aus? Ich meine, Satan versucht, die Bibel immer zu relativieren. Ja, das musst du nicht ganz so ernst nehmen. Das bedeutet heute nicht mehr das, oder? Wie sieht es mit uns, mit ihm aus? Vielleicht müssen wir auch hier unser Denken wieder erneuern. Wie steht es mit unserer Sexualität? Oder ist Ehe noch etwas Heiliges für uns? Welcher Geist leitet und beeinflusst alle deine Bereiche in deinem Leben? Und ist die Frage für uns heute, wo müssen wir heute vielleicht etwas rausschmeißen, oder? Und ein neues Chanukka feiern. Das Licht Jesus wieder an den zentralen Platz stellen. Chanukka, die Feier, die Götter raus und das Licht rein. Eine Wiedereinweihung feiern. Mein Leben gehört dem lebendigen Gott und Jesus ist mein Erlöser. Herzliche Einladung dafür an alle. Nochmals die Frage, was können wir tun in dieser Welt? Und der Punkt ist, wir können nicht viel tun. Wir haben alle nicht viel zu bieten, um ein Leuchtturm zu sein oder um zu leuchten in dieser dunklen Welt. Aber die Juden, die hatten auch nur Öl für einen Tag. Aber dann brannte es 8 Tage lang. Das ist Chanukka.
Unsere Aufgabe ist, wir müssen das Licht Jesus ins Zentrum stellen. In unserem Leben und auch im Leben unserer Gemeinde, unserer Kirche. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Und für das Wunder des Leuchtens in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt, für das ist Gott zuständig. Amen. Ich möchte zuerst mal beten und vielleicht dürfen wir auch ganz bewusst auch Dinge aus unserem Leben rausschmeißen und Jesus den Platz geben, der ihm gehört. Ich lade euch alle ein, mit mir zu beten. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, gehe durch die Reihe und zeige du, wo etwas anderes Platz gefunden hat in unserem Leben und einen Platz eingenommen hat, den es nicht darf. So bitte ich dich, Heiliger Geist, sprich du jetzt. Und Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Und wir laden dich neu ein in unsere Herzen. Nimm du den zentralen Platz ein in unserem Leben. Wir schmeißen alles andere raus, das zwischen uns und dir steht. Und wir wollen sagen, Jesus, du sollst der Herr sein. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Hilf du uns, Jesus, und bringe du dein Licht an den richtigen Platz. Herr, vergib du uns, wo wir anderen Platz gemacht haben und führe uns wieder auf den richtigen Weg. Prüfe du unsere Herzen jetzt, auch während dem Lobpreis und hilf uns, dass wir als Gemeinde ein Licht sein dürfen in dieser Welt. Aber du, Jesus, musst das Zentrum sein. Du bist das Licht der Welt und du sollst das Zentrum auch in dieser Gemeinde sein. Jesus, sprich du jetzt. Leuchte du unsere Herzen völlig aus. Danke dir, dass du auch das Wunder tun wirst in unserem Leben, mit unserer Gemeinde auch. Und segne du diese Welt, Herr, mit deinem Licht. Ich danke dir. Amen.